Während sich die anderen Helden in der Stadt des Lichts umschauen und mit dem namenlosen Hochgeweihten sich unterhalten, wird Rafim sich den Schlüssel organisieren. Er spricht dann nur kurz einige Worte mit Ludalf, wird das abnicken und bekommt dann die Schlüssel zu der Residenz, zu der eigenen Villa Bardos Hu. Danach geht Rafim mit schnellen Schritten groß in Richtung des Chor-Tempels, der Tempel des Manticore, direkt im Osten der Stadt. Als du durch die großen Flügel trittst, du kannst noch erkennen, wie hier deine eigene Nachricht hängt, die du hier mit einem Messer bzw. mit einem großen Sporn angebracht hast, siehst du, wie wohl im Inneren nicht Betriebsamkeit ist, aber du hörst Stimmen, und zwar auf alle Fälle zwei Frauen, die sich da unterhalten. Oh, die Geweihten sind wieder da. Ja, hier trete auf jeden Fall sofort ein. Das ja, mir gut im Innenhof kannst du erkennen, wie dort wohl zwei tatsächlich Geweihte stehen, Geweihtinnen. Aber es handelt sich dabei nicht um Chorgeweihtinnen, sondern eine auf alle Fälle weißes Gewand. Eine Vierundgeweihte mit den dementsprechenden Rüstteilen und Siegeln und daneben eine Avis-Geweihte. Rafims Gesicht ist überzogen von Enttäuschung. Ja, während du dich noch umguckst, kannst du sehen, wie dort in einer Ecke ein kleiner Eisbär sitzt. Ein Bär. Ich laufe mal auf die beiden Damen zu. Iron zum Gruß. Zum Gruße! Was macht ihr hier? Euer Gnaden, verzeiht, wir wollten eigentlich nur beten in einem Tempel. Alle anderen Tempel sind leider zerstört oder verheert und wir konnten... Zumindest ich konnte mich nicht ganz mit dem Raya-Tempel anfreunden, daher zogen wir es gemeinsam vor, hier unsere Gebete zu vollführen. Kann ich verstehen. Was tut ihr hier, euer Gnaden? Seid ihr der Tempelvorsteher? Wenn Gor mir diese Gnade mal gewähren würde, nein. Ich bin nur ein Gläubiger und hatte gehofft, dass wenn hier wieder Bewegung herrscht, dass vielleicht einer der Geweihten zurückgekehrt ist. Aber wie scheint sie sich tatsächlich alle in Wehrheim gefallen? Verzeiht mir, euer Gnaden. Jetzt tritt die Arbeitsgeweihte an dich heran. Ich war damals selbst vor ein paar Tagen in der Schlacht dabei. Also der Schlacht von Wehrheim. Tatsächlich? Ja, ich bin tatsächlich durch den Sturm geflogen und habe versucht zu kundschaften. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann mit mir geschah, aber nachdem ich wohl durch die Niederhöllen selbst flog, und das ist keine Metapher, ich wurde... Sagen wir gerettet von Frunia. Ich darf mich vorstellen, ich selbst bin Avian der Falkenflug und das ist wie gesagt Frunia. Frunia Torgitz, Doktor, eine Vierungeweihte der Jagd. Bin beeindruckt. Das ist gar nicht euer Tempel. Ich hatte euch zumindest gesehen, wie ihr gemeinsam mit den anderen Chorgeweihten in der Schlacht standet. Ihr habt gesehen, wie ihr mit eurem Schwert die untoten Alriks in zwei Teile gehauen habt. Momentan zieht nur der stolze Symbol der schönen Perle des Südens meine Brust. Und natürlich die der Basaltfaust. Aber nein, Kurs Geweihte darf ich mich noch nicht nennen. Vielleicht eins in der Zukunft. Aber zwei Dienerinnen hier zu finden, das ist natürlich großes Glück, dass ihr euch daraus wieder befreien konntet. Ich habe gehört, wir hätten sonst alle Avis Geweihten verloren, die diese Wolke betreten haben. Ich bin zumindest mit drei weiteren Avis-Geweihten dort hineingeflogen. Uns obliegt natürlich auch der Falkenflug und als in einer Tiergestalt kann man sich dementsprechend auch bewegen, aber das war eine schlechte Idee. Ich kundschafte natürlich gerne und lege auch mein Leben für Avis in die Waagschale, aber das war mehr als leichtsinnig. Das war mehr als mutig. Ihr müsst es von der positiven Seite sehen. Eure Informationen, hättet ihr welche bringen können, wäre ein Kriegsentscheid gewesen. Hättet ihr die Festung entdeckt und uns davon berichten können, hätten wir anders handeln können, besser handeln können. Ich habe die Festung entdeckt. Tatsächlich? Das Problem ist, dass ich sagte eben vielleicht Niederhöllen, aber der Hesindegeweihte, mit dem ich vor ein paar Tagen gesprochen habe, ein alter Mann, der hier im Süden von hier, bei den Bluträumen sitzt, er sagte mir, dass dies wohl nicht die Niederhöllen wären, sondern der Limbus, in dem ich mich befand. Da habe ich auch schon mal von gehört. Da kann man wohl als Magier rein, wenn man so ein Teleporter... Also man geht von einem Ort zum anderen Ort ganz schnell und man läuft da nicht hin, sondern man taucht einfach auf und das hat auch irgendwas damit zu tun. Mhm. Aber genau verstehe ich das auch nicht. Das
fühlte sich fast so an wie Fliegen, nur ohne dass ich die Flügel benutzen musste, wie Schwimmen oder Tauchen. Ein ganz merkwürdiges Gefühl, ohne Schwerelosigkeit, was mich sehr verwirrt hat. Und naja, ich habe die Festung natürlich gesehen, aber als ich dann aus dem Limbus irgendwie wieder heraustrat, war ich zumindest woanders. Ja, wo hast du euch denn wieder ausgespuckt? Etwas nördlich von Greifenfurt. Ach du Scheiße, das ist ein Stück. Ah, habt ihr das denn ordentlich überlebt? Ich hab nur gehört, dass es im Limbus auch wohl ziemlich düster zugehen kann. Dämonen und allerhand. Wie gesagt, ich habe 3 meiner Brüder und Schwestern verloren. Ja. Viele von uns sind dort gegangen, aber die Festung ist jetzt immerhin vernichtet. Wie viel uns das wert ist, das wird sich noch zeigen. Aber ich schätze, die Stadt wird sich wieder aufbauen. Man kann bestimmt euren Rat brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber im Rat der Helden sucht man immer noch nach fähigen Leuten. Ich weiß nicht, wie viel ihr wisst. Doch als Arbeitsgeweihter müsstet ihr weiß gereist sein. Wir brauchen auf jeden Fall Kontakte. Nahrung ist immer noch schwierig. Baumaterial ist desaströs. Hier sind immer noch viel zu viele Tote. Wen auch immer ihr kennt und uns bringen könntet, wäre hilfreich. Ja, ich werde sicherlich wieder auf Richtung Reisen gehen. Mich in einem Rat in einer Stadt fesseln lassen, das werde ich nicht tun. Ihr müsst wissen, dass dies für einen Avesgeweihten die höchste Strafe ist, auch in dies, sie setzt das mal in Anführungsstriche, die größte Ehre in Fazar ist. Fazar quält die Geweihten auf ganz eigene Art und Weise. Ja. Ja, aber wenn ihr irgendwelche, naja, sagen wir mal, freien Mann und Frauen da draußen findet, die uns helfen könnten, wären wir euch dankbar. Grunia kommt mal auf dich zu und gibt dir ihre Hand. Sie ist auch sehr klein, würdest du sagen, ungefähr 1,60 groß, wirkt aber stark. Der Dienst für die Götter endet erst im Tod. Götter, da teilt ihr meine Meinung. Bis zum Letzten sollten wir dienen und bis zum Letzten sollten wir streiten. Korrekt. Und selbst wenn es uns dabei verkrüppeln sollte, wie sage ich immer, lieber verkrüppelt als verderbt im Geist. Das ist eine bewundernswerte Ansicht. Ich denke, würde es mich einmal verkrüppeln, werde ich einen allerletzten Angriff starten. Exakt, wie ich eben sagte, der Dienst für die Götter endet erst im Tod. Und nur so können wir ihnen dienen. Habe ich schon mal vorher eine Vierungsgeweihte getroffen? Vermutlich nicht, richtig? Nein, also in Alanfa ist das nicht wirklich verbreitet, auch wenn sie wegen nicht nur fürs Eis zuständig sind, sondern eben auch für die Jagd. Aber also die gibt es, aber du hast sie noch nicht getroffen. Eure Diener sind bei uns gar selten, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe noch nie einen eurer Brüder oder Schwester kennengelernt, aber ich habe gehört, dass ihr ein hartes Volk seid. Exakt. Präzise. So würde ich sagen. Hart, präzise, erbarmungslos. Wie der Winter. Wie der Winter. Ja, der Tempel sieht aber auch scheiße aus. Ich muss echt mal gucken, ob ich irgendwie was hier hinkriege, aber ich hoffe mal, dass irgendwie ein Geweihter sich hier hinberufen fühlt und das Chor nach ihm schickt oder so etwas. Wir sind natürlich von Greifenfurt in Richtung Süden gezogen. Und haben dort den ewigen Krieg gefunden. Die Finstermark, wie sie aktuell genannt wird die Chorgeweihten dort binden. Und sie werden sicherlich nicht nach Gareth kommen, um diesen Tempel wieder aufzubauen. Dies sei gewiss. Da habt ihr vermutlich recht, ja. Ja, vielleicht kommt ja irgendwer von Süden in diese Richtung durch und nimmt sich wenigstens kurz dem Tempel an, dass er wieder im annehmbaren Zustand ist. Nun, wir möchten euch bei euren Erquickung nicht stören, wenn ihr also trainieren mögt, dann soll dies sicherlich nicht das Problem sein. Der Tempel, auch wenn er zerstört ist, mag noch groß genug sein. Ihr seid also eingeladen, mit uns zu kämpfen, zu trainieren, zu bluten. Zu bluten, da sage ich nie nein. Komische Frage, aber warum sitzt da ein Bär in der Ecke? Ich habe ihn vor einiger Zeit gefunden. Seine Mutter starb, nachdem ein Paktierer des jenseitigen Eises die Mutter zu Tode gehetzt hat und das Kleine im Tod überlassen hat, anstatt es zu richten. Ich habe erst den Paktierer getötet und mich dann diesem Bären angenommen. Jetzt ziehe ich ihn groß.
Ein niedliches Tier, muss ich sagen, ein niedliches Tier. Rafim geht mal auf den Bären zu. Ist der Bär freundlich, zahm oder was macht ihr für einen Eindruck? Er ist noch ein wildes Tier, möchtest du meinen. Er beschnuppert dich erstmal, leckt dann mit seiner Zunge über deinen Finger, wenn du den hinstreckst, und knabbert dann so ein bisschen. Also da ist jetzt keine große Gewalt hinter, aber also er ist klein, du weißt nicht genau, wie groß die werden, aber einige Zeit. Das ist noch ein kleines Wesen. Hat schon Kampf in sich drin, gefällt mir. Wo bekommt man sowas? So etwas ist ein Wildtier, so etwas kann man nicht kaufen, so etwas muss man sich verdienen. Beziehungsweise, man sollte ein Wildtier nicht aus diesem Wesen herauszüchten, das wäre ungesund. Das wäre nicht sehr gerecht. Ich Aber er hatte scheint euch zu befürchtet. mögen. Ja, ich bin ja auch ein netter Mann. Ja, das ist mein Finger und du wolltest da nicht reinbeißen. Ja, du merkst auch, wie gerade der Finger anfängt zu bluten und dein Knochen knackt auch so ein gerade bisschen. Scheint so wie ein Schmerz so ein bisschen wohlig zu genießen und die Vierungeweihte nickt dir anerkennend zu. Er mag euch. Ja, ich nehme ihn mal auf den Arm. Oh, ist ja doch ganz niedlich. Ein bisschen wie so ein Hund, bloß schwerer. Wie gesagt, Ja. ein Hund lässt sich erziehen und das solltet ihr nicht tun, ein Wildtier. Ihr müsst mir ehrlich gesagt, ich habe mich zwar in letzter Zeit ein wenig damit beschäftigt, aber war das bei Wildtieren nicht so, dass man am Ende immer noch vorsichtig sein muss? Dass das Ja. Ganze nieder ganz rausgeht, dass am Ende die Jagd immer noch in ihnen bleibt? Richtig. Also bist du ein kleiner, bist du ein kleiner, du machst Ärger, finde ich gut. Joachim setzt erstmal den Bären wieder auf den Boden und würde jetzt erstmal trainieren. Wie auch immer. Ich lasse die anderen auch ruhig die Waffen wählen. Wenn ich mit ihren Waffen nicht kämpfen kann, würde ich einfach mit Fäusten kämpfen. Ja, also Fronia selbst möchte mit dem Bogen trainieren und schießen. Du wirst aber auch im Verlauf erkennen, dass sie exakt mit dem Speer zustechen kann, ziemlich präzise. Auch wenn sie dann nur mit Puppen übt. Sie sagt, wenn sie mit dir trainieren würde, dann die Löcher überlebst du nicht. Avianda allerdings ist auch für eine Avesgeweihte eine herausragende Kämpferin. Sie kämpft mit dem Stab. Ja, ich würde mit Avian ja trainieren. Ich habe da nicht das Ziel, die zu besiegen. Ich würde einfach nur mit der mich ein bisschen, naja, sagen wir mal, prügeln ist vielleicht das falsche Wort. Ja. Oh, gerade, hast du Stäbe? Hast du nicht, ne? Ich habe, glaube ich, fast nichts an Kampftalenten. Überlege gerade, ob du sowas wie eine Theorieprobe würfeln kannst. Das ist ja keine Kriegskunst. Menschenkenntnis. Du wirst erkennen, dass sie einen Waffenmeister besitzt, da du selber einen hast. Sie verfügt über einen Stabwaffenmeister und ist. Wenn du mit ihr trainierst, sie wird dir mehrfach die Waffe aus der Hand reißen und du stehst halt unbewaffnet dann auf Stablänge. Was halt schon ziemlich erniedrigend ist und du wirst dann deinen eigenen Waffenmeister an ihr ausprobieren und dann sie immer und immer wieder zu Boden reißen. Also dass ihr da dann lange viel Spaß haben könnt. Bis du irgendwann nachdem du dann wieder im Staub gelandet bist, beziehungsweise du ihr dann hochhilfst oder andersrum. Irgendwas war doch. Solltet ihr euch nicht im Hesindetempel treffen? Du hast den Termin schon wieder voll für dich vergessen. Schwitzt ein bisschen. Aber bist glücklich und wohlig zufrieden. Stunden ist das jetzt her. Weiß irgendjemand, wie lange wir schon hier sind? Meint ein Zeitgefühl, ein ziemlich präzises. Ihr konntet oben die Sonne und den Verlauf erkennen. Wenn ihr einen inneren Kompass besitzt, ist dies auch natürlich sehr hilfreich. Ihr seid ungefähr 87 Minuten beziehungsweise 1,5 Stunden Gläsern hier. Leck mich am Arsch, ist das genau. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Okay, ich überlege gerade. Die gehen erst noch dahin. Stunde habe ich noch. Ich mache noch mal eine Stunde weit. Ich habe das grob in meinem Kopf überschlagen. Das wird schon passen. Ja, wenn du dann irgendwann, ja, also wenn du dann wieder anfängst zu trainieren, ihr Avianda wird dich auch darauf hinweisen, verzeiht, sie wird dich immer aus Versehen mit euer Gnaden ansprechen, weil sie dich tatsächlich auch trotz Korrektur mehrfach für einen Chorgeweihten hält. Du hast wohl den Schlüssel mehrfach verloren, fällt dir dann noch irgendwie raus, mal als Kette um Hals gebunden, mal aus der Hosentasche und öfter so 5-mal verlierst du diesen Schlüssel zu der Villa, den du dann immer wieder einsteckst. Irgendwelche Löcher in deinen Hosen. Der ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig.
Gut. Krieg bestimmt 9, wenn ich nochmal nachfrage. Ja, derweil bei der Stadt des Lichts. Ja, dann tritt mit seinem Schwert am Gürtel wieder nach draußen und mustert die anderen. Herrschaften. Und? Was ist so getan? Er wird leben. Vorerst. Das waren bitte vielleicht was? Die letzten Worte, die er noch jemals zu jemandem spricht. Er hat sie weiterhin und darauf verschwendet, seine Lügen verbreiten zu wollen. Also habt ihr ihm die Zunge rausgeschnitten? Nein. Aber die Wachen wissen es besser, als ihm zuzuhören. Er wird wohl den Rest seiner Zeit darüber nachsinnieren können, wie er Pranas Gnade erlangen kann. Oder bei dem Versuch sterben. Zumindest ist dies zu hoffen. Ihr begeht einen großen Fehler. Hier muss ich tatsächlich aber mir recht geben. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg, mit so einem Gedanken gut umzugehen. Wir wissen, dass sie Meister der Manipulation sind. Ein Meister der Manipulation, der hingerichtet werden wollte. Natürlich ja. Manipulation. Ihr kennt nicht die vorstehende Geschichte. Da ihr sie mir nicht darlegen wolltet. Ich glaube, um ihn am Leben zu lassen, wäre weitaus schrecklicher, weil er seinen Wahnsinn verbreiten würde. Wir sollten uns heute Abend noch unterhalten über das, was wir gefunden haben. Und dann werdet ihr sicherlich anders denken. Pranas Gnade kennt viele Wege. Und ich bin mir sicher, sie wird ihren auch zu ihm finden. Dieser Mann hat keine Gnade verdient. Hört euch einmal an, was wir herausgefunden haben. Dann sehen wir weiter. Was bei der Erdenmutter habt ihr denn herausgefunden? Dies wüsste ich auch gern. Das ist keine Geschichte für zwischen Angel und Tür. Das würde ich auch sagen. Wir sollten uns dafür zurückziehen. Das muss nicht an viele Ohren dringen. Nun, dann geht. Sorgt vielleicht dafür, dass wir etwas Essbares im Haus haben. Wir werden euch wohl gegen Abend aufsuchen. Wirklich? Ja. Was habt ihr in der Zwischenzeit vor? Und ich werde mich wohl selbst damit auseinandersetzen, ob meine Wahl die richtige war. Aber das kann mir nur Praios sagen und nicht ihr. Gut, wie ihr möchtet. Dann werden wir uns, beziehungsweise ich werde mich auf dem Weg zum Hesinde-Tempel machen. Möchte jemand mitkommen? Ich werde euch begleiten. Ja, ich auch. Ja. Und ich werde die Zeit nutzen, um mich hier in den nächsten 4 Stunden in die Meditation zu begeben. Gut. Dann könnt ihr den Weg antreten und in Richtung der Blutulmen gehen, des Pentagon-Tempels, der Tempel der Hesinde. Wenn ihr die Türen öffnet und dann einmal in die Bibliothek streitet, könnt ihr auch nach wenigem Suchen Weiner Uitzkock finden, den Hesinde-Hochgeweihten der Stadt. Eurenens? Ah, ihr. Und ihr habt 2 Zwerge dabei. Das ist ja schön. Hallo, ich bin Weiner Uitzkock. Wie fragen, wie alt ihr seid? Ach, naja. Eigentlich noch ganz jung. Knapp 100 Jahre. Oh, schön. Schön, dann bin ich sicherlich sehr gespannt darauf, einige Geschichten von euch niederzuschreiben, wenn ich darf. Aber natürlich. Dürft ihr euch auch selbst aussuchen, zwinkert ihr sie zu. Ah, ich hätte da schon die ein oder andere interessante Begebenheit, die sich sicherlich gut in der Chronik machen würde. Sehr schön, schön. Ich vermute, ihr seid nicht gekommen, um mir 2 Zwerge zu bringen, oder? Nein. Wir sind auf der Suche nach Informationen über eine geweihte Melina. Zumindest vermuten wir, dass es sich um eine oder einen Geweihten der Hesinde handelt. Melina, ist das der Vorname? Der Nachname. Ach, dann meint ihr Melina A. Oh, kenne ich selbstverständlich. Was wollt ihr denn von Yasina? Schon lange nicht mehr gesehen.
Wo finden wir diese Melina A? Ich meine, die wäre irgendwo in den besetzten Gebieten gewesen. In Aranien. Ja, das ist richtig. Sie diente vor... Es muss jetzt... Vor 40 Jahren hat sie diese Reise angetreten. Vor 40 Jahren hat sie sich um den Hesynde-Tempel in Elberum gekümmert, in der Weißen Stadt. Und zuletzt als hohe Lehrmeisterin. Sie ist also weit aufgestiegen, ähnlich wie ich. Und sie ist ähnlich greise. Dabei zwinkert er einmal dem Zwerg zu wieder. Aber sie, noch kurz vor dem Fall von Aranien, bat sie mich in einem Brief um einen Ratschlag. Sie war sehr amtsmüde, schon vor dem Aufstand von Demione, und als dies dann geschah, wurde sie wohl zur Flucht gezwungen. Zumindest habe ich davon gehört, dass sie verschwand. Gestorben ist sie nicht, zumindest gibt es darüber keine Berichte. Ein großer Teil des Tempelschatzes, also die ganzen Bücher, gerieten in die Hände von Oron und wurden dann der magischen Schule der Schmerzen beantwortet. Wisst ihr, was die Schule der Schmerzen ist? Ich habe davon gehört, dass es eine Akademie in Anführungsstrichen ist, die schwarzmagische Heil- oder Schmerzenskunde unterrichtet. Sie nennen sich wohl selbst ein anatomisches Institut, und was sie dort tun, ist ketzerisch. Mit einem magischen Institut hat das nichts mehr zu tun, oder mit Anatomie. Wisst ihr, als Magier werdet ihr sicherlich den Cantus des Balsam kennen, nicht wahr? Ja. Natürlich. Ihr seid selbst ein Magier? Ich sehe zumindest kein Metall an euch. Nun, ja. Oh. Gut. Der Cantus des Balsam ist den höheren Mitgliedern, zumindest ermöglicht er ihnen, ihr kennt sicherlich auch meinen guten Freund, der vor kurzem erst hier war, Elkan Erhilion von Hohenstein, den Erzmagier. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Es erlaubt zumindest auch abgetrennte Gliedmaßen wieder anzubringen. Ähnlich wie dies bei Leonardo vor kurzem der Fall war. Dabei deutet er mal mit dem Kopf in Richtung von Abelmir. Sicher. Ich lasse mich ablenken. Dieses Institut der Schmerzen ermöglicht es, nicht nur den Arm mit einem chirurgischen Besteck abzuschneiden und abzutrennen, sondern auch die Matrix zu zerstören, und damit ist dieser Arm für alle Zeiten verloren. Nicht einmal ein Balsam oder ein Geweihter, der Pereine mag, es vollbringen, diesen Arm wieder anzubringen. Er ist einfach tot. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Was wolltet ihr denn von Yasina? Ging doch gar nicht um die Schule der Schmerzen. Isarun, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich abschweife. Aber ihr erzählt immer so interessante Sachen. Ja, selbstverständlich ist das interessant, aber spielt doch in diesem Fall. Ich könnte euch 70 Jahre meines Lebens erzählen. Leider haben wir dafür keine Zeit. Ja, und ich sag doch, ihr müsst mich. Ich komme immer so schnell aus von Fragen zu Fragen und Antworten, die über. Ja, sieh. Ihr wisst also nicht, wo diese Geweihte ist? Sie tauchte zumindest nie wieder als Geweihte auf. Wie gesagt, mit ihren Briefen deutete sie eine Amtsmüdigkeit an, und ich möchte es nicht wirklich als Zweifel an der Herren Hesynde beschreiben, aber die Kirche hat sie ermüdet. Habt ihr diese... Schreiben noch? Diese Schreiben? Die waren an mich selbst adressiert. Die werde ich nicht weggeschmissen haben. Gute Briefe hebt man auf, Abelmir. Dürften wir sie vielleicht lesen? Davon möchte ich abraten. Sie fallen zwar nicht in das verborgene oder verbotene Wissen, wohl aber in Privatbesitz.
So sehr ich Wissen und das Teilen von Wissen schätze, aber sie ist eine Freundin von mir und das möchte ich. Verstehe. Wenn ein Geweihter nicht mit den Göttern, aber mit seiner Kirche hadert, dann ist das nichts, was man auch Helden wie euch mit auf den Weg gibt. Könnt ihr uns denn eventuell sagen, welche Steckenpferde oder besonderen Wissensgebiete die Hochgeweihte betreut hat? Selbstverständlich. Sie gilt als Expertin der elburischen Tafeln und damit für die Magier Kriege und die Magier Mogule. Wisst ihr denn etwas über die Magier? Verzeiht, Isachun, ihr müsst mich unterbrechen. Ich wollte gerade wieder anfangen, über das Diamanten nur Sultanat zu sprechen. Das sind noch einmal 1700 Jahre, die ich euch jetzt hier offenlegen wollte. Was sind diese elburischen Tafeln? Die elburischen Tafeln? Es geht um Rohal... Ich fange schon wieder an. Es sind urtolamydische Tontafeln. In diesen sind Bannsprüche verzeichnet. Was wisst ihr über die sieben Gezeichneten und ihre Reise in den Wüsten von Aranien? Darüber ist nicht so viel bekannt. Es ist doch alles unter Verschluss. Ja, das kommt dazu. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Auge unterhalten und da ist man etwas offener. Aber ja, das sind, glaube ich, Dinge, die ich euch erzählen kann. Es gibt eine magische Barriere, die Aventurien und Maraskan trennt. Sie zieht sich leicht nördlich von Selem in Richtung Nordosten. Und mit dieser Barriere werden Echsen und Menschen voneinander getrennt. So ist's recht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ihr Zwerge das gut findet. Und was hat das mit der heutigen Zeit zu tun? Ach so, ja, die elburischen Tafeln. Sie sind natürlich auch Niobara gewidmet, der Sterndeuterin. Und mit denen kann man viel über Drachen herausfinden, über Karfunkel, viel. Echsenwesen. Über vielleicht sogar den goldenen Drachen selbst. Ihr solltet den Namen flüstern, wir haben zwei Zwerge dabei. Das ist schlechtes Wissen. Schlechtes Wissen. Was will Hafax mit diesen Tafeln, oder? Mit was? Wieso Hafax? Wir sprachen von Yasina. Ja, sicherlich. Nun, Hafax scheint sich für sie zu interessieren. Wir müssen jetzt natürlich herausfinden, wieso. Das kann natürlich auch was mit den Magierkriegen zu tun haben oder mit den Magier-Mogulen. Aber da müsstet ihr Yasina selber fragen. Da kann sie sicherlich sehr viel besser erzählen als ich. Wenn ihr raten müsstet, wohin glaubt, wird geht dieser Yasina Milena? Wohin würde sie sich als nächstes wenden? Ich glaube, sie wird Aranien nicht verlassen haben. Ob sie sich in Oran aufhält, weiß ich nicht. In Elburum wird sie sicherlich nicht sein, aber sie wird Aranien nicht verlassen haben. Immerhin ist sie eine großartige Expertin. Habt ihr vielleicht ein Bild von ihr? Oder eine sehr gute Beschreibung? Kann leider nicht so ganz so gut malen wie Eldan Gorbas, aber selbstverständlich in meinem Gedächtnis befindet sich eine sehr genaue Version von Yasina in jungen Jahren. Das ist, wie gesagt, jetzt schon 40 Jahre her oder so. Aber sie müsste mittlerweile 70 sein, wenn sie noch lebt. Vielleicht weiß doch jemand in Zorgan, wo sie sich aufhält. Das kann ich mir gut vorstellen. Hatte sie möglicherweise Verbindungen zu einer der aranischen Herrscherfamilien oder Patrizierfamilien? Ja, ist sie eigentlich Aranierin? Ja, Sina, Milena, also die ganze Familie kommt aus der Gegend.